Eingang Elysion Boulevard. Gemini. We'll talk later, when we're safe. Ich war mir nicht sicher, ob ich jetzt da die Gondel auf den Deckel bekomme, deswegen bin ich da mal auf die Seite gegangen. Café, Restaurant, Wein. Clemens. Haar Beauty Salon. Okay, da hinten ist schon der erste Patient. Ich werde das gleich mal testen, da mit der Legionswaffe, wie das da genau funktioniert. Passiert nichts. Attributs Widerstandsampulle. Aha, jetzt habe ich zu viel Power ausgelassen. Wie kann ich denn das jetzt wieder aufladen? Jetzt ist das schon im Eimer. Oh. Den habe ich jetzt nicht gehört. Theodore Books, the best bookstore in Krat. Gibt's da Champagner? Fine Dining. Ah, das ist so eine Leiter, wo man dann der Sequenz gesehen hat. Das heißt, irgendwo geht's dann da hoch und dann kann man da runter. Ich glaube, da die Kisten und so kaputt machen, bringt gar nichts wahrscheinlich. Elysian Boulevard was a regular rich people row.
You wanted fancy boutiques and shops. No place better. But that was long ago. Before the puppet frenzy. Oh nein! Also wenn man da drauf bleibt, dann kann man in der Zeit gar nichts machen. Dann guckt er da der Mist an. Das heißt, in der Zeit, wo man da drauf schaut, passiert nichts. Ja? Und das Ergo-Fragment. Okay. Das heißt, das sind da die Höhlen da wahrscheinlich. Und das ist. Ja, auf jeden Fall weiß ich jetzt, was das Legion-Zeug da ist. Aha, das geht da oben durch in dem Fall. Hm? Hallöchen. Ah, ne. Ja, die Stadt ist ausgestorben hier. Was ist das? Öffnen. Lada F 150 Rahmen. Ah, das ist wahrscheinlich, um die Open-Ding zu verstärken. Da der Rahmen oder wie man dem sagt. Also dort kann man das nicht ausrüsten. Das ist effektiv nur für dort. Gewicht 2,4, ich sage jetzt im Kilo mehr. Physische Schadensreduzierungsrate 4,24. Teile, die Puppenrahmen verbessern. Sie absorbieren physischen Schaden. Eine Sonderanfertigung für Lada, die Werkstatt für Puppenteile. Sie ist seit langem im Einsatz und daher trotz ihres hohen Gewichts zuverlässig. Dann rüste ich das mal aus. Aha, warte mal, da ist noch irgendwas. Benutzbare Gegenstände. Erhöht vorübergehend Attributswiderstand, okay. Wurfzelle. Also man hört nur Fliegen, wenn man da in die Nähe geht von den Leichen. Okay, jetzt geht's hier hinauf. Always checked. Quality of Ergo. You are the next. Keine Ahnung, was das soll heißen. Ja, ganz. Oh.
Das ist nicht gut, ich glaube ich sterbe. Gleich, wollte ich sagen. Dann muss ich da das blaue Ding konsumieren, glaube ich. Genau das blaue, da muss ich nehmen. Ah, jetzt ist da die Schnur wieder aufgefüllt. Hm? Sternenfragment durchqueren die Dimensionen, erfüllen menschliche. Das heißt, das ist immer Zufall, was man da so bekommt. Ah, jetzt habe ich ihn gesehen, da der andere. Der hat gerade einen Überschlag gemacht, habt ihr das gesehen? Legionsmagazin, jetzt habe ich eins bekommen. See the future greatest city in the world. Okay. Oh Mist. Ich muss das mal lesen, was genau da macht. Ich muss mal das mit dem Blocken ein bisschen üben. Wollen Sie es wissen diesmal, ha? Jetzt gehe ich direkt hoch. Ey, um die Ecke hauen, was soll der Scheiß? Jetzt weiß ich nicht, ob ich so ein blaues Ding Flash trinken soll oder nicht. Soll ich auf Risiko gehen? Oh, oh, oh. Aha, nein, das ist nicht gut. Wenn ich auf Risiko gehe, verliere ich doch das. Oh. Trinke jetzt dann eine Flasche. Ich weiß zwar nicht, ob das so voll ist. Aber ich glaube, wenn ich jetzt zweimal nacheinander sterbe, verliere ich da das Ergo-Zeug oder wie das da heißt. Das ist jetzt die erste Leiter, die ich da aktiviere. Hm? Gehe ich mal da hinten noch schauen, was da so ist. Da scheint nichts mehr zu sein, oder ist da noch was? Doch. Ach, verdrück mich die ganze Zeit, warte mal.
Das ist Leben, das ist da das Ulti auffüllen oder so irgendwie. Ja? Okay, der scheint ein bisschen gröber zu sein. Oh nee, das ist doch ne Scheiße. Der hat mich eiskalt niedergemäht. Das heißt, jetzt hat irgendwo eine Leiter, wo ich direkt hoch kann. Ah, die Leiter ist sogar direkt hier. Ja, so alles 100% kapiere ich noch nicht ganz, aber es kommt so langsam ein bisschen. Noch witzig, diesmal habe ich in Heimtücken schneidermetzeln können. Das heißt, sterben muss da gar nicht zwingendermaßen ein Nachteil sein. Aber ich hole jetzt zuerst das da. Weil wenn ich nochmal drauf gehe. Okay, das funktioniert so nicht. Ne? Soll ich voll auf Risiko gehen? Ich probier's mal. Na Scheiße, okay. Das mit dem Blocken und so muss ich noch ein bisschen üben. Muss ich glaube ich einfach aufpassen, dass ich nicht dauerhaft sterbe, sonst verliere ich da die 2000 Punkte, glaube ich. Aber es scheint schon ein bisschen zufällig zu sein, was man da so bekommt, ne?
Wäre aber cool, wenn ich den mal besiegen würde, ohne dass ich drauf gehe und ohne dass ich einen Heiltrank nehme. Ich glaube, hier muss ich den anvisieren, bis da die Anzeige aufleuchtet. Glaub. Warum erwischt denn der mich, wenn ich so ausweiche? Müll? Ja komm, ich darf jetzt sein. Das heißt, du musst den blocken, anders geht das nicht, oder? Okay, ich bin draufgegangen. Die Frage ist jetzt, wo das genau ist. ...2430 müsste das nicht mehr sein. Warte mal. Das heißt, wenn ich da rauf gehe, dann bin ich in etwa. Das Zeug jetzt da oben hingetan? Oder wo ist denn das jetzt? Warte mal. Da hinten kann es doch nicht sein, ne, oder? Okay, ich glaube, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, dass ich mal weiter. Ah, dort oben. Es hat dort oben hingesetzt, okay. Das heißt, wenn man irgendwo runterfällt, ist das Zeug nicht unten, sondern oben. Bin nicht ganz sicher, aber kann sein, dass man die anvisieren muss. Okay, jetzt wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich den mal besiege. Okay, da komme ich nicht durch. Wie war das jetzt schon wieder? Wenn der rot schimmert, dann muss ich im richtigen Augenblick drücken, glaube ich.
Nein. Oh Scheiße. Okay, ich konsumiere jetzt so ein Ding. Ist mir zu riskant. Das war jetzt zwar nicht gerade eine Meisterleistung, was ich da abgeliefert habe. Mach mal Licht, mal schauen, was da so ist. Zehn nach zehn ist. Ich wollte gerade sagen, irgendwas schießt da bestimmt. Muss ich aufpassen, dass der mich nicht abknallt, aber ich weiß nicht, wo der stand. Ah, dort drüben ist er. Die Frage ist, ob jetzt da noch jemand hinterhältig um die Ecke kommt oder nicht. Wo ist denn das? Scharfes Rohr. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mal die Leiter da runter gehen soll oder hier, keine Ahnung. Da hinten habe ich irgendwer husten hören. Okay, da rein kann ich nicht. Scheint aber menschlich zu sein da drinnen und nicht irgend so ein Roboterviech. Oder Puppe, Entschuldigung, Puppe. Ich gehe doch jetzt mal da runter. Ich will wissen, was da unten ist. Aber wahrscheinlich geht's durch. Kann man da springen? Ich habe nämlich von da oben irgendein so ein blaues Ding gesehen leuchten, irgendwas.
glaube, das war die Gegenseite dort beim Speicher. Jetzt müsste es, glaube ich, aufgehen, ha? Wo ist denn jetzt da der Speicherpunkt? War das auf dieser Seite? Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch speichern, mich upgraden. Und dann einfach da hochgehen und fertig. Ich glaube, ich mache das so. Legionswaffen wechseln, Lager benutzen. Mit Gemini reden. Okay, ich mache das mal. Gemini, your friendly puppet guide. Or friendly guide puppet? I don't know, one of those. I'm also a friend of Sophia's. Last time I woke up, Sophia was there because she woke me up. But I'm sure there are still other memories in there. Sorry. Must be the shock. Bear with me, and I'll do my best to guide you. Frag mich, ob das da der Schmetterling ist, oder was? Wo da mit mir geredet hat, oder wer ist? Keine Ahnung. Ah, vorher konnte man doch immer dort Level hochleveln, aber jetzt muss ich, glaube ich, anscheinend zurückgehen, oder was? Hauptbahnhof Plaza von Krat. Gasse. Dann gehe ich jetzt mal zurück und levele mich hoch und dann porte ich wieder dahin. I'll use my power to help you. Ich glaube, ich werde diesmal ein bisschen auf Stärke gehen. Für mehr reicht es nicht. Okay. Das heißt, ich porte jetzt wieder zurück. Ich bin zwar gerade am Überlegen, ich glaube, ich mache mal kurz eine Pause. Ich muss Medikamente nehmen. Ja genau, ich werde hier an der Stelle mal eine Pause einlegen, aber ich mache nachher wieder weiter. Ich sage schon mal danke fürs Zusehen und bis nachher wieder. Danke.